Heilige sind so etwas wie Fensterscheiben, durch die das Licht und die Liebe Gottes in unsere Welt strahlt. Es ist so schön, so tröstlich zu wissen, dass die Kirche jeden Tag des Jahres das Fest einer oder mehrerer Heiligen feiert. Am heutigen 15. März feiert die Kirche das Fest der heiligen Luise von Marillac. Sie ist uns nicht so vertraut vom Namen her, aber der Orden, den sie gegründet hat, wir kennen alle dem Namen nach zumindest, den Orden der barmherzigen Schwestern, der Vinzentinerinnen. Die Überschrift über ihr Leben könnte lauten: Liebet die Armen, die Kinder und die Kranken und ehret sie wie Christus. Am 12. August 1591 erblickte sie als Tochter reicher und vornehmer Eltern in der Hauptstadt Paris das Licht der Welt. Ihre Mutter ist früh verstorben und bei Luise regte sich schon von Kindheit an der Wunsch, Nonne zu werden, im Kloster Gott zu dienen. Auf Drängen aber ihrer Verwandtschaft heiratete sie den Privatsekretär der Königin Maria Medici Anton Legras. 12 Jahre war sie mit ihm verheiratet und gemeinsam hatten sie einen Sohn. Aber es war ihr zu wenig, nur in vornehmen Hause mit Reichen zusammen zu sein. Es drängte sie so sehr, den Armen zu helfen, und sie stieß dabei immer wieder auf Widerstand ihrer reichen Verwandtschaft, denn damals war es sehr streng und man durfte nicht den Stand wechseln, man durfte als Reiche nicht bei den Armen sein. Und darum hatte sie viele Schwierigkeiten, so wie die heilige Elisabeth von Thüringen auch. Ihr Mann aber erlaubte es ihr, und so half sie viel den Armen, den Kranken und war für sie da. Jede freie Zeit ihres Lebens schenkte sie den Armen und Kranken. 1625 starb ihr Mann. 1633 gründete sie dann ein ganz bescheidenes Hospiz und eine Schule für Krankenpflegerinnen. Die Kleidung der Vinzentinerinnen war die bäuerliche Kleidung der Bauern, der Bäuerinnen in der Bretagne zur damaligen Zeit. Einen großen Einfluss hatte auf sie ihr Seelenführer, der heilige Vinzenz von Paul, der Gründer der barmherzigen Brüder. Und er sagte zu Luise und ihren Schwestern: Euer Kloster ist das Krankenhaus, eure Zelle ein gemietetes Stüblein, euer Chor die Straße oder der Krankensaal des Spitals, eure Klausur der Gehorsam, eure Speise die Furcht Gottes, euer Schleier die heilige Eingezogenheit. 1655 erhielt sie die päpstliche Bestätigung für ihren Orden und es wuchsen immer mehr Klöster, immer mehr Vinzentinerinnen kamen dazu, der Orden der Kongregation wurde immer größer. Es wurden Krankenhäuser gebaut, das größte Krankenhaus in Paris übernahmen die Vinzentinerinnen, Waisenhäuser, Kindergärten, sie halfen in den Gefängnissen, sie bauten Volksküchen aus, sie hielfen in den Militärlazaretten. Überall, wo es Not war, waren die Vinzentinerinnen da. Nur wenige Jahre nach der Approbation durch den Heiligen Stuhl starb sie nach einem großen, großen, erfüllten und segensreichen Leben am heutigen Tag des Jahres 1660. 1934 wurde sie zur Ehre der Altäre erhoben, die heilige Luise von Marillac. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus im Evangelium. Die heilige Luise hat das umgesetzt in den Armen und Kranken, in den Notleidenden, in den verwaisten Kindern, in den Gefangenen. In all diesen Menschen hat sie das Antlitz des Herrn gesehen. Schwestern und Brüder, mir ist nicht Angst um unsere Kirche, auch wenn es zurzeit so schwierig ist in unserer Kirche, im Inneren wie im Äußeren. Uns alle gilt der Satz des Herrn: Seid gewiss, ich bin alle Tage bei euch bis zum Ende dieser Welt. Die Heiligen leben dieses Gottvertrauen, diese Gewissheit. Und in all unseren Schwierigkeiten, all unseren Nöten dürfen wir uns an die Heiligen wenden. Ich lade Sie ein, beschäftigen Sie sich wieder neu mit heiligen Geschichten, mit heiligen Biografien. Kaufen Sie sich vielleicht ein Buch über Heilige und lesen darin. Es ist so tröstlich, das zu wissen, dass Heilige uns begleiten das ganze Jahr über. Und es ist so ermutigend für unser eigenes Leben. Denn Gottes Gnade wirkt auch heute hier bei uns.
Auch in unserer Zeit gibt es Kinder, Frauen und Männer, die versuchen, heiligmäßig zu leben. Wir alle sind ja zur Heiligkeit berufen. Das klingt uns vielleicht ein wenig seltsam. Was heißt Heiligkeit berufen, wie es der Apostel Paulus sagt? Es meint, dass unser Ziel der Himmel ist. Heilige sind Menschen, die bei Gott sind. Und zu diesem Ziel sind wir auch unterwegs. Und die Heiligen begleiten uns jeden Tag des Jahres, alle Jahre, auf dieser unserer Pilgerschaft. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die heilige Luise, die heutige Tagesheilige, sie sagt uns, vergesst die Armen nicht. Habt einen Blick für die Not. Und es muss nicht immer nur die materielle Not sein. Es gibt so viel Einsamkeit in unserer so reichen Konsumgesellschaft. Es gibt so viel Traurigkeit. In den Armen, in den Notleidenden begegnet uns Christus. Und so segne und stärke euch an diesem Tag der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Unsere liebe Frau von Allersberg, bitte für uns.